Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Wie ihr im letzten Video mitbekommen habt, ist mein Auto gerade in der Werkstatt und von da kommen wir auch gerade. Ich habe alles abgequatscht, sie checken jetzt die komplette Elektronik und melden sich danach wieder bei mir. Also im nächsten Video oder eventuell auch schon in diesem Video gibt es dazu Neues. Wir sind gerade auf jeden Fall auf dem Weg zum Zoo, denn das letzte Mal, als wir hier waren, waren Zoolights und da konnten wir irgendwie nicht alles so richtig genießen, wie wir es gerne wollten. Und darum gehen wir jetzt nochmal rein und gucken uns dann die ganzen Ausstellungen, wie zum Beispiel das Darwineum, auch nochmal genauer an. Wir haben gerade gesehen, dass es in 10 Minuten eine Fütterung von Schildkröten gibt und die müssen wir uns angucken. Oh, nicht nur irgendwelche Schildkröten, sondern die Galapagos-Schildkröten, diese riesengroßen alten. Das will ich sehen. Ich will. Hoffentlich schaffen wir das noch. Müssen wir erstmal herausfinden, wo die überhaupt sind. Ja, es gibt nämlich keine Karte. Ja, Karte haben wir nicht bekommen. Aber guck mal, ich habe das Gefühl, dass sie im Darwineum sind. Ich glaube, die sind davor. Vor dem Darwineum tatsächlich. Zumindest hatten die da mal eine Steinschildkröte stehen. Vielleicht war sie auch gar nicht aus Stein. Vielleicht war sie auch echt. Ja, ich dachte gerade auch, von einer Schildkröte, die so groß ist, da kann ich mich nicht erinnern, aber Mammut. Das weiß ich noch. Und das kann man da vorne zwischen den Bäumen auch schon sehen. Wir haben schon mal herausgefunden, dass die Schildkröten im Darwineum sind oder direkt davor. Also wissen wir schon mal, wir sind richtig. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Und das Darwineum war sowieso der erste Punkt, den wir uns angucken wollten. Von daher alles richtig gemacht. Es ist viel zu warm und ich habe nur einen Pulli mit. Ich habe nichts drunter. Ich kann mich nicht mehr ausziehen. Das wird jetzt unangenehm. Aber wir haben es geschafft. Wir sind bei den Riesenschildkröten. Noch vor der Fütterung. Von daher alles gut. Das allerbeste war, dass diese eine Schildkröte den Mund immer so groß aufgemacht hat und es nicht geschafft hat, auch nur ein Blatt zu treffen. Und so 2-3 Zentimeter vor dem Blatt hat sie den Mund zugemacht und dann hat sie das Blatt zwar noch berührt, aber da war der Mund schon zu. Das sah ziemlich lustig aus. So, wir gehen jetzt weiter ins Darwineum. Eigentlich ist das ein Affenhaus, wo so ein bisschen die Geschichte der Menschen und die Evolution auch gezeigt wird. Und zum Schluss ist man dann im großen Bereich, wo die Affen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob man richtig in dem Gehege von den Affen mit drinnen war oder ob das mit Scheiben getrennt war. Ich glaube aber, man war richtig im Gehege drinnen. Aber das werden wir dann gleich sehen. So, wir sind jetzt durch die eigentliche Ausstellung durchgegangen und sind jetzt auf dem Weg zur Tropenhalle. Ich muss aber sagen, dass in der Ausstellung echt mehr Fische und mehr Aquarien sind, als ich in Erinnerung hatte. Ich dachte, hier sind irgendwie ein paar mehr andere Tiere noch, aber der Großteil sind Fische. Ich meine, das hat ja auch alles im Wasser angefangen. Und irgendwann sind die da rausgekrabbelt. Und jetzt haben wir den Salat. Das stimmt, jedoch kommen wir jetzt zu dem eigentlichen coolen Teil, denn ich habe mich nicht getäuscht. Wir kommen jetzt ins eigentliche Gehege. Hier ist die Tür und dann sind wir auch schon bei den Affen. Bisschen warm, oder? Ein bisschen sehr warm. Wir können jetzt leider noch keine Affen sehen irgendwie. Hier ist einfach noch nichts. Ich glaube, bis wir die sehen, müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen suchen. Ein bisschen tiefer ins eigentliche Gehege gehen. Oder sind das Vögel? Ja, das ist jetzt die Frage. Sind das die Vögel oder sind das schon Affen? Das weiß ich nicht. Ich sehe die ersten. Ich glaube, wir kommen irgendwie zur falschen Zeit, denn die schlafen alle. Gibt's ihn gut? Er sieht aus, als wäre er total bockig. Oh, hallo. Er bewegt sich.
Das war's mit dem Davineum auch schon. Ich fand das gerade einfach viel zu lustig, wie dieser eine Affe die ganze Zeit rumgeschrien hat. Einfach nur, um Essen zu kriegen. Als er dann das Essen hatte, war alles ruhig. Auch nachdem er aufgegessen hat, alles ruhig. Also kann ich schon verstehen, wenn ich Hunger habe. Dann ist mir auch zum Schreien zumute. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zu den Eisbären. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gebäude richtig hieß. Polarium. Polarium. Das Doofe ist, das ist aber auf der anderen Seite vom Zoo. Also haben wir jetzt erstmal ein bisschen Strecke vor uns, die wir gehen müssen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, erstmal eine kleine Pause zu machen, denn bis auf Frühstück gab es heute noch nichts zu essen. Und es ist schon 15.20 Uhr. Also zurzeit komme ich auf jeden Fall nicht auf mein Kalorienziel. Darum wird jetzt erstmal was gemampft. So, wir haben es geschafft. Für mich gibt es Currywurst mit Pommes und Brötchen. Und Nora hat sich Nuggets mit Pommes geholt. Das essen wir jetzt schnell und dann gehen wir weiter zu den Eisbären. Wir haben aufgegessen, sind auf jeden Fall gut voll. Wir sind jetzt vor dem Polarium. Wir müssen jetzt nur noch die Treppe hochgehen. Und dann sind wir auch schon da und dann hoffen wir, dass wir jetzt noch ein paar Eisbären sehen können. Turbo einschalten. Die dabei austretende Luft wird als Gleitmittel genutzt. Kleines Update nebenbei nochmal zu meinem Auto. Ich habe gerade eine Rückmeldung von der Werkstatt bekommen, dass es wohl wirklich einfach nur ein Problem von der Elektronik ist, dass viele Kabel beschädigt sind und diese Kabel jetzt ausgetauscht werden. Also zum Glück, es ist nichts extrem Schlimmes, was man leicht reparieren kann. Klar, es wird ein bisschen was kosten, aber der Motor geht soweit gut und das ist für mich erstmal die Hauptsache. Da ist der Eingang. Wir haben es geschafft. Nora hat gerade noch gesagt, dass sie denkt, dass es zu ist, aber die Türen sind aufgegangen. Wir haben Glück und jetzt sehen wir hoffentlich ein paar Eisbären. Ja? Wir sind raus aus dem Zoo und gehen jetzt gerade zum Auto. Wir müssen heute noch einkaufen und gehen dann noch zum Sport. Die Vorschrift im Gym sagt aber, dass ich ab 16 Uhr nicht mehr filmen darf. Und da wir es jetzt schon nach 16 Uhr haben, wird das heute nichts mehr mit Filmen. Darum heute mal wieder ein Vlog komplett ohne Sport. Wenn euch das kurze Video aus dem Zoo dennoch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert mich doch bitte und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video.